richtig. Lämmchen hin und Angang. Oh, danke schön. Ja, erstmal wieder am Aufbauen. Ne? So, ihr Lieben, heute haben wir für euch mal eine Kultstätte ausgesucht. Ein sogenanntes Quellheiligtum. Hier waren ein Bällchen. Danke. Dankeschön. Danke. Ja, ich glaube, der dauert es zu lang. Ich blende euch die Geschichte ein. Das ist einfacher, was hier alles war. Beziehungsweise machen wir kurze Einsprüche mit ein paar Bilder. Und dann sollte das funktionieren. Machen wir kurzer Versuch mit der Bälche. Ja. EVP wegen mir. Ja. So, EVPs können wir mal machen. Also hier habt ihr jetzt K2, Belcher und die kleine Lampe aufgebaut, ne? Ja. Ja. Drüben haben wir den Paul. Blenden wir euch auch ein. Die kleine Belcher. Die Lichtleiste. Die Belcher und die Lämpchen. Und ein Diktiergerät liegt dort. Danke. Dankeschön. Ja. Mhm. Danke fürs Ausmachen. Dankeschön. Oh, danke schön fürs Anmachen. Mach das bitte nochmal aus. Mach's nochmal aus. Bitte. So, ihr Lieben. Ihr habt die Möglichkeit, auf die zwei Kameras zu reden. Beziehungsweise könnt ihr auch gerne auf dieses kleine Gerät mit dem roten Punkt hier hinten beim Paul, könnt ihr auch drauf reden. Wenn möglich, macht mal bitte jemand hinter uns das Licht nochmal aus. Sie wollen es hören. Okay. Ich begrüße euch dann mal ganz herzlich. Hallo. Hallo. Mein Name ist Sascha. Ich bin die Gabi. Und ich die Andrea. Wer ist denn heute hier bei uns? Wer ist bei uns und wie viele sind hier? Jetzt habe ich ja gleich mal eine Frage, wenn ihr die Lämpchen anmachen könnt, könnt ihr sie doch bestimmt auch ausmachen, oder? Strömung von der Straße runter. Könnt ihr uns sagen, wie der Platz hier heißt? Sorry. DVPs brauchst du nichts mehr. Ich glaube, das ist zu laut mit DVPs. Von der Monos. Ja, ich glaube, EVPs könnte man leider vergessen. Nee, es ist. Da hat jemand ein sehr gutes Organ.
denn das? So, hallo. 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 Wir möchten uns nochmal bedanken, dass wir hier bei uns sein dürfen. Wir sind hier, um uns mit euch zu unterhalten. Wir sind im absoluten Frieden hier. Wir machen nichts kaputt. Wir verschmutzen nichts. Mein Name ist Gabi. Die Andrea. Ich bin der Sascha. Und wie ist euer Name? Geht es euch gut? Das freut uns aber. Uns geht es auch soweit gut. Könnt ihr uns sagen, wo wir uns hier befinden? Wie nennt man denn die Stelle hier? Was wurde denn früher hier zelebriert? Ja, überall diese Nischen. Für was waren diese Nischen denn? Habt ihr da was reingestellt? Stand da immer was oder nur zu gewissen Anlässen? Der Sascha, ja, der Sascha ist auch. Ja, was ist denn? Alles gut. Ihr wisst ja, wir verstehen nicht immer direkt alles, ne? Warum wird das Bild so wahrscheinlich? Kann von euch jemand mal wieder ein Lämpchen anmachen? Oder an die Bällchen gehen? Oder an den Paul? Von hier sieht es aus, als wenn es unscharf ist, aber es können auch mal aus. Was mich interessieren würde, diese Pfeiler, Höcker, gehörten die zu eurer Zeit oder gehören die zu einer anderen Zeit?
Dann in der Zukunft. Wie viel seid ihr denn jetzt hier bei uns? Nennt uns bitte mal eine Zahl. Und wo befindet ihr euch? Seid ihr vor uns oder hinter uns? Oder neben uns? I don't know. Die, die noch hier sind. Aus welchem Grund seid ihr noch hier? Habt ihr noch eine Aufgabe hier? Gerne. Oder passt ihr nur auf euer Heiligtum auf? Beschützt ihr das noch? Kommen hier viele Leute her? Ist der Peter heute Abend auch wieder da? Wenn du da bist, dann melde dich bitte mal. Könnt ihr mal einen Namen von uns nennen? Damit wir wissen, dass ihr uns auch versteht. Nennt mal bitte einen Namen von uns. Ich habe gerade Angie verstanden. Ich auch. Hast du Angie gesagt? Ich bin. Ja. Wer bist du? Wir haben schon lange nicht mehr mit euch geredet, ne? Es war immer kalt und nass. In der Winterszeit. Aber jetzt kommt der Frühling hier, jetzt sind wir wieder mobiler, können wieder zu euch kommen. Freut ihr euch darüber? Könnt ihr mal euren Namen nennen? Oder mal eine Frage hierzu, welchen Gott, ja, ich nenne es mal Gott, habt ihr denn hier angebetet? Sinne war das ja ein Sonnengott, ne? Wie hat er denn geheißen? Wenn ihr
ihr eure Feste hier gefeiert habt. Wie lief das denn ab? Könnt ihr uns das erzählen? Habt ihr hier dann alles festlich geschmückt? Gegessen, getrunken? Auf der anderen Seite soll ja noch eine, ein Dorf von euch gewesen sein. Ist aus dem Dorf auch jemand hier? Und wenn ja, wie ist denn dein Name? Da vorne, wo die Säulen stehen, ist auch links eine Treppe. Man sieht nur noch 6 Stufen, aber ich denke, das waren irgendwann mal 7, weil die erste ist viel zu hoch. Da wird eine weggebrochen sein oder so. Da haben wir gelesen, dass es extra 7 Stufen sind. Wegen den 7 Ebenen, die in eurem Glauben ja verankert sind. Ist das richtig? Wenn ihr jetzt hier seid, die Frage, die man sich ja oft stellt, ist, spielt für euch Zeit eine Rolle? Das Bild wird andauernd unscharf. Ich weiß nicht warum. Von euch jemand an der Kamera? Also wenn ihr Energie braucht, könnt ihr keinen aus der Lampe holen. Bitte nicht aus unseren Kameras. Ist klar, gut, da verstehen wir uns ja. Ne? Sonst, wenn die Kameras ausfallen, können wir nicht mehr zusammen reden. Habt ihr hier in die Nischen vielleicht Opfergaben gelegt? Und wenn ja, welche? War das Obst oder Blumen? Was war denn das? Oder vielleicht Kelche? Dürften an euren Festen auch Frauen und Kinder teilnehmen? Oder war das rein nur für die Männer gedacht? Läuft hier jemand rum? Wer läuft denn hier rum? Beobachtet ihr uns? Ja. Traut ihr nicht näher zu kommen? Also er braucht keine Angst zu haben, ne? Ist alles gut. Alles, was hier steht, das tut euch auch nicht weh. Ja,
Das ist für euch auch bestimmt jetzt komisch, ne? Dass hier drei sitzen, die sich mit euch unterhalten können. Wer kennt uns denn schon von euch? Wer hat sich denn schon mal mit uns unterhalten? Schrecklich? Was ist schrecklich? Was habt ihr denn? Was ist denn schrecklich, ihr Lieben? Der Peter bin. Habe ich das richtig verstanden? Peter, bist du's? Wenn du da bist, kannst du mal hinter uns das Lämpchen nochmal anmachen. Bitte? Ja, die habt ihr die ganze Zeit fantastisch angemacht. Ja. Wisst ihr denn, was heute für ein Tag ist, was wir, welches Fest wir heute feiern? Könnt ihr uns das sagen? Also in unserer Zeitrichtung nennt sich das Fest heute Ostern. Gab es sowas zu eurer Zeit auch schon? Apropos Zeitrichtung. Wann wurde diese Stätte, dieser Tempel hier denn erbaut? Tempel, Heiligtum. Gibt's hier woanders noch etwas, was hier quasi dazugehört? Was seid ihr denn so still heute? Also wir löschen euch ja die ganze Zeit mit Fragen. Ich hoffe ja, dass ihr uns Antworten schon gegeben habt. Wo ich euch schon mal jetzt danken will. Habt ihr eventuell eine Nachricht für uns? Könnt ihr euch vielleicht auch mal anders bemerkbar machen? Durch Schritte, durch vielleicht ein Steinchen werfen. Jetzt, wenn es wärmer wird, kommt ja bestimmt hier viel mehr Besuch, ne? Ja.
Gefällt euch das, wenn viele Leute hier an eure Kultstätte kommen und die bewundern? Ist das dann okay für euch? Oder hättet ihr lieber eure Ruhe? Bringen euch die Leute als mal was mit? Wenn ja, was? Bringen die euch als mal Nüsse mit, die sie hier in die Nischen legen? Oder Steine? Aber wo Steine, die sind gerade mit unten. Wurde auch gelernt in der Nische. Bringen die euch als was, mal was mit, ne? Und legen sie hier in die Nische für euch. Seid ihr immer hier oben? Immer. Gefällt es euch hier so gut, dass ihr immer hier seid? Oder müsst ihr hier sein und aufpassen? Das ist ja ein ruhiger, friedlicher Ort eigentlich. Schön. Früher war das bestimmt noch schöner. Nicht so viele Autos gefahren, also gar keine Autos gefahren sind. Nicht so die Straßen ausgebaut waren, da war es hier bestimmt sehr friedlich und ruhig. Stört euch das, der Lärm? Mal anders gefragt, bekommt ihr den Lärm rundherum mit? Die schläft nie, ne? Da ist nie mal Ruhe. Also ich denke ja, dass ihr überall hin könnt. Wenn ihr sagt, ihr seid immer hier, gibt es einen Grund, weshalb ihr immer hier seid. Kommt ihr hier noch hin für so Beten? Oder mal ganz anders gefragt, wisst ihr, dass ihr tot seid? Und dann ist die Frage nicht mehr verstärkt. Manches soll ja schon die Antwort bekommen haben, nein, ne? Entschuldigung. Und wie sieht es jetzt für euch hier aus? Zu dem Zeitpunkt, wo ihr gestorben seid oder so, wie es jetzt ist? Was auch mal interessant wäre zu wissen, wenn wir euch die ganzen Gerätschaften alles hier hinlegen, könnt ihr überhaupt irgendwas damit anfangen? Ja.
mal gerade eine Frage. Wer schaut denn hier immer links um die Ecke rum? Also ich fühle mich von der linken Seite beobachtet. Wer ist denn das? Ihr schaut. Ihr schaut? Also ihr braucht keine Angst zu haben, ihr könnt ruhig näher kommen. Wir können euch auch versprechen, dass wir den Ort hier so verlassen werden, wie wir ihn vorgefunden haben. Macht ihr euch jetzt bemerkbar von beiden Seiten? Wer bist du denn? Wie ist denn dein Name? Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Kannst du das bitte wiederholen? Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Ist Mann. Und wie heißt du? Wie ist dein Name? Wie dürfen wir dich denn anrufen? Habt ihr am Anfang so schön die Lämpchen leuchten lassen? Welchen angemacht? Könnt ihr das jetzt nochmal machen? Hier heißt. Oder soll ich es euch auch noch mal sagen? Diesen Ort nennt man Dimitras. Richtig. So wolltet ihr quasi von uns wissen, ob wir wissen, wo wir sind. Ihr kamt hierher zum Beten. Wen habt ihr denn hier angebetet? Mithras. Danke. Dankeschön. Habt ihr uns schon gesagt, aus welchem Jahr dieses Heiligtum hier stammte? Ja. Aber mal genau. Würdet ihr das bitte wiederholen? Das ist schon sehr alt, ne? War dieser Tempel auch nachts bei euch? Ich nenne es jetzt mal Tempel. Nachts bei euch bewacht von Soldaten oder. Habt ihr den bewacht rund um die Uhr? Oder habt ihr euch nur getroffen zum Beten oder zum Feiern?
Also wenn hinter uns quasi euer Dorf war, wann, jetzt muss ich überlegen, wie ich die Frage stelle. Ist das alles so nach und nach verschwunden? Weil ich denke, da standen ja dann Wohnhäuser etc. Oder mal anders gefragt. Wie groß war denn das Dorf? Kamen da auch Leute von weiter her hierher zum Beten und zum Feiern? Kamen die von weiter auch hierher? Oder war das nur hier von der Umgebung, die Leute? Oder von eurem Dorf? Nein. Was mir gerade einfällt, ein paar Orte weiter ist auch so ein Quellheiligtum. Hat das was mit diesem hier zu tun? Ich frage nur, weil hier war ja auch so ein römisches Dorf. Und an dem anderen Quellheiligtum war ja auch so eine römische Siedlung gewesen. Wurde das erst später mit den Römern in Verbindung gebracht? Wollt ihr nicht mal zeigen, dass ihr hier seid? Geht mal an den Bällchen. Oder vorne steht der Paul. Hinter uns liegen auch Bällchen. Und die schönen Lichter, die ihr eben angemacht habt. Oder beobachtet ihr uns immer noch? Habt ihr Angst vor uns? Oder seid ihr nur verwundert, dass wir mit euch reden und mit euch Kontakt aufnehmen wollen? Ihr seid halt ab und zu still, ihr Lieben. Wollt ihr nicht mit uns reden? Oder mal so gefragt, dürft ihr mit uns reden? Oder gibt es bei euch jemand, der euch auch das Reden verbieten kann? Das ist
Dankeschön. Oh, danke. Könnt ihr das auch wieder ausmachen, das Lämpchen? War das jetzt eine Antwort auf meine Frage? Ihr wisst ja, ihr braucht nicht zu antworten, wenn ihr nicht dürft oder wollt. Da ihr da Ärger bekommt, das wollen wir nicht. Also wir zwingen keinen zu etwas. Wir möchten auch nicht, dass ihr Probleme bekommt. Aber wenn jemand bei euch ist, der euch quasi das Reden mit uns verbietet, könnt ihr uns das wenigstens sagen? Oder dürft ihr uns nur gewisse Fragen nicht beantworten? Könnt ihr oder du das Licht nochmal ausmachen? Ich denke, das könnt ihr. Also wenn man das Licht anmachen kann, könnt das bestimmt auch wieder ausmachen. Mit Sicherheit. Oder braucht ihr das Licht für Energie zu sammeln? Braucht ihr mal eine kleine Pause, dass ihr euch noch mal sammeln könnt, könnt ihr euch mal alles anschauen. Wäre das okay für euch? Falls ihr mit den Gerätschaften wirklich nichts anfangen könnt, ihr braucht davor keine Angst zu haben. Euch nichts, ne? Also wir bringen nichts mit, was euch wehtut, ja? Danke. Bitteschön. Danke. Dann machen wir mal eine kleine Pause, da könnt ihr euch noch mal erholen. Und dann melden wir uns gleich wieder bei euch. Ne? Machen wir das so. Okay, ihr Lieben, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. 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 Jetzt haben wir euch mal ein anderes Gerät angeboten. Das ist auch noch neu für uns. Benutzen wir heute zum zweiten Mal. Da muss man genau hinhören, ne? Wer ist denn alles hier? Wie viel seid ihr denn hier bei uns? Es wird jetzt sehr kalt, ne? Spürt ihr das auch? Heute war es den ganzen Tag schon warm. Anführungsstriche warm. Der Frühling ist da. Jetzt werden die Bäume wieder grün. Das gefällt euch bestimmt auch gut, ne?
Hoffentlich. Hoffentlich. Gibt's für euch eigentlich sowas wie Jahreszeiten? Könnt ihr euch uns vielleicht mal über dieses Gerät euren Namen nennen? Vielleicht sind Sie wieder neu. Hier stelle ich mal nochmal vor. Mein Name ist Gabi. Neben mir sitzen die Andrea und der Sascha. Und wie ist euer Name? Und Dankeschön. Okay, danke. Wie ist denn euer Name? Kannst du mal näher kommen? Ja. Dankeschön. Kannst du das andere Lämpchen auch zum Leuchten bringen? Die gefallen euch gut, die kleinen Lämpchen, gell? Mach das zweite bitte auch mal an. Kannst du auch mal hier zu uns kommen? Und dich bemerkbar machen. Hört mal, ich habe hier ein Gerät mit einem grünen Punkt. Wenn ihr euch dem nähert, dann schlagen bunte Lichter aus. Wollt ihr das mal versuchen? Ich halte auch ein bisschen weiter von mal weg. Braucht ihr mit so nah zu kommen. Ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Wir tun euch nichts. Wenn ihr die Energie habt, Geräte anzuschalten, habt ihr dann auch die Energie, mal jemanden von uns zu berühren? Können wir uns mal verraten, wo wir hier sind? Wie nennt man diesen Ort hier? Man geht ja davon aus, dass man oder dass ihr dieses Rauschen, das man zwischendurch hört, dass ihr das nutzen könnt zur Kommunikation. Stimmt das? Sind bei euch Namen überhaupt noch relevant? Zählen die für euch noch? Oder ist das gleich? Ist das egal? Das
Wenn ihr miteinander redet, wie sprecht ihr euch denn dann an? Was ist denn das für ein Tier? Hört ihr das auf? Was ist denn das? Also ich will es nicht beschwören, aber ich will nicht hier vom Russland bekämpfen. Kannst du noch mal da üben an diese Lichtleiste gehen? Und die noch mal anmachen? Nein, sie schalten ab. Ist überhaupt noch jemand hier von euch? Wenn ihr sagt, immer, wie viel seid ihr denn da, die immer hier sind? Sind das viele oder ist das nur einer? Und wie viel sind ganz viele in einer Zahl ausgedrückt? Gibt's vielleicht irgendwas, das ihr noch sagen wollt, dass wir hier auch verstehen können? Denn wir verstehen ja nur einen Bruchteil von dem, was ihr sagt. Wenn jetzt jemand hier ist, mach dich doch bitte mal bemerkbar. Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Ich frag jetzt nochmal. Bist du ein Mann oder eine Frau? Zwei? Zwei Männer, zwei Frauen oder eine Frau und ein Mann? Wie ist denn dein Name? Hey.
Willst du uns damit was sagen? Wollt ihr uns vielleicht noch irgendwas mitteilen, bevor wir gehen? Irgendwas, was euch noch auf dem Herzen liegt? Wollt ihr uns vielleicht noch eine Botschaft mitgeben? Ich würde euch noch mal bitten, dass, wenn jemand hier ist, dass du oder dass ihr euch jetzt noch mal bemerkbar macht. Macht doch mal noch mal da drüben die Lichtleiste an oder den Paul. So, ihr Lieben, dann bedanken wir uns, dass wir hier bei euch sein durften. Wir bedanken uns auch für die Rückmeldung, die ihr uns gegeben habt. Und wir hören uns das zu Hause an und gegebenenfalls kommen wir wieder. Ihr habt also jetzt noch 1-2 Minuten Zeit. Vielleicht könnt ihr uns ja auch sagen, dass wenn wir wiederkommen können oder sollen, ob wir was mitbringen können, wo wir in die Nischen legen. Und ob das für euch überhaupt in Ordnung ist, wenn wir herkommen, um mit euch zu reden. Ich denke, dass, ja. Habt ihr einen Wunsch, was wir mitbringen sollen? Wollt ihr Obst oder wollt ihr Nüsse? Oder Steine? Was möchtet ihr denn? Oder Wein? Kekse? Kaffee? Weil der Johann trinkt gerne Kaffee, das wissen wir. Okay, ihr Lieben. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Und vielen Dank, dass ihr hier sein durftet. Und dass ihr mit uns kommuniziert habt über die Lämpchen oder über die Bällchen oder halt auch über unsere anderen Geräte. Würde ich mal sagen, gute Nacht. Bleibt bitte alle hier. Hier ist euer Platz. Und wir nehmen auch nichts mit von hier? Nein, machen wir nicht. So, ich schließe dann das Portal zur Anderswelt und sage auch nochmal Danke zu euch. Und wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Wir wissen noch nicht, was wir jetzt in Erfahrung gebracht haben. Ihr habt das jetzt schon gesehen. Ihr habt uns was voraus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es nochmal einen leiden Spaß gemacht. Es war nochmal schön. Ja. Ich hoffe auf gute Rückmeldungen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Das vergisst ihr nämlich gern. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwelche Fragen interessieren, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, was wir vielleicht in Erfahrung bringen können. Oder wenn ihr natürlich was gehört habt, was wir nicht in der Auswertung drin haben, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben.
Weil wir würden uns auch über mehr Kommentare sehr freuen. Was nicht schlecht wäre. Ja. Gut, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Einen schönen Abend noch. Und bleibt gesund. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.